Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute bin ich mal nicht auf zwei Rädern, sondern auf vier Rädern unterwegs. Und zwar sind wir heute hier beim Battle Kart in Wispingen. Wir wollen nämlich das Jahr 2022 nochmal richtig witzig und lustig und actionreich beenden. Das heißt, wir gehen jetzt auch schon rein. Also, let's go! Komm mit! Übrigens haben wir auch erfahren, dass es das Battle Kart seit 2020 gibt und dann kam ja leider die Corona-Phase, deswegen hatten die dann erst 2021 offiziell eröffnet. Und die Idee kam auf jeden Fall von einem Studenten, der seine Masterarbeit geschrieben hat, also richtig crazy irgendwie. Und was wir noch erfahren haben, es gibt insgesamt jetzt vier Standorte, also Bisping, Essen, Köln und Trier. Und hier in Bisping wird auch bald nebenan oder gegenüber noch eine Halle gebaut für Kinder, weil die Karts sind ja, nur für Personen ab 1,43 Meter, glaube ich. Ja. Deswegen für kleine Kiddies wird dann drüben noch eine Halle gebaut, was ich auch richtig gut finde. Halten Sie den blauen Knopf gedrückt, um auf Ihre Spur zurückzufahren, bis Ihr Kart anhält. Halten Sie den blauen Knopf gedrückt, um auf Ihre Spur zurückzufahren, bis Ihr Kart anhält. Fahre gerade rückwärts und bleibe in deiner Spur. Leute, es geht los. Auf dem Boden, um zu Ihrem Platz zu fahren. Was? Bleiben Sie in Bewegung. Nein! Den Sitz hier auch noch einstellen und man hat auf dem Lenkrad, vielleicht magst du mal von hier filmen, vier verschiedene Knöpfe. Einmal den SOS-Knopf, wenn man den länger als 3 Sekunden drückt, dann bekommen die hier im Service einmal eine Mitteilung. Der gelbe Knopf ist dafür da, um seine Gadgets abzuwerfen, zum Beispiel einen Öltank nach hinten. Der grüne Knopf ist die Hupe. Hast du die mal benutzt? Nee, ich habe die Hupe nicht einmal benutzt. Nee, ich auch nicht. So, Multitasking war ich heute dann noch nicht. Rückwärtsgang, wenn man hier drauf drückt. Rechts Gas, links Bremse. Und hier ist der Monitor, wo in dem Spiel dann immer gezeigt wird, wer dich zum Beispiel abgeschossen hat.
Schade, dass es so dunkel drin war. Ja, genau. Also das würde ich auch nochmal sagen. Drin ist es ja relativ dunkel, zum Spielen perfekt, für Videoaufnahmen nicht so perfekt. Genau, und es wird halt richtig laute Musik. Achso, das ist hier vorne. Heute ist auch alles dunkel, windig. Hier ist auch dunkel, oder? Kann man mich erkennen? Genau, ich wollte auf jeden Fall nochmal sagen, dass es drin relativ dunkel ist. Dass es relativ dunkel ist und dass sehr laute Musik gespielt wird. Und das gibt nochmal diesen extra Kick oder dieses Feeling, dass man wirklich im Spiel drin sitzt. Es kommt von überall diese Geräusche auch. Ne? Wenn man abgeschossen wird, dann kommen diese Special Effects. Jedes Kart hat auch seine eigene Box, wo dann so Elektromucke gespielt wird. Ja, und, genau. Also es macht echt richtig Bock. War mega. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Ich bin noch nie Kart gefahren. Du? Ich bin vorher auch nie Kart gefahren. Jetzt gleich sowas. Richtig geil. Das war auf jeden Fall mega geil. Okay. Gelb. Gelb! Super viel Spaß. Also man hat richtig Adrenalin und ich habe, glaube ich, kein Mal den Fuß von der Bremse genommen. Vom Gaspedal. Ja, auf jeden Fall kann man es echt mit der ganzen Familie spielen. Und es war einfach jetzt nochmal zum Abschluss zu diesem Jahr. Ja, war es einfach richtig schön und richtig actionreich und man kommt danach immer ins Gespräch und ja, es macht echt richtig viel Spaß. Das stimmt. Also mir hat es auch richtig Bock gemacht und wir Männer sind ja so, wir gehen ja nie vom Gas weg. Also das Slide ist da rum. Erst hatte ich so ein bisschen die Befürchtung, dass es für Kinder ist und es langsam ist, aber auf keinen Fall. Es macht auf jeden Fall richtig Laune. Ja, wirklich. Soll ich einfach schlagen? Einfach dagegen schlagen, ja. So. Jetzt kommt Manon. Oh, ich verletze mich, ne? Ich glaube auch, lass es. Ich glaube, der Ball ist härter. Alter! Ha ha ha!